Ja, ein herzliches Willkommen, ihr lieben Leute von heute. Grüß euch. Ich heiße euch willkommen zur nächsten Folge von Diablo 2 Resurrected. Ich bin da kurz am Überlegen gewesen, was ich da jetzt vorhabe, wo ich da jetzt bin. Ja, es geht weiter mit Diablo 2 Resurrected. Hier in Lutgolen angekommen, nachdem wir Andariel, der geht mir nach, schaut einmal. Komiker, gehen wir nicht nach. Nachdem wir Andariel geschlagen haben, sind wir dann nach Lutgolen gereist und wir müssen mit Sher hinreden. Seid gegrüßt. Servus. Ich bin Jerin, Fürst von Lutgolen und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tal Rasha suchte. Niemand weiß genau, wo Tal Rasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Ja, Leute, Sherin, also dann muss ich dir ehrlich sagen, was soll das? Tratschen? Es wird mit jeder Stunde schlimmer. Ich weiß, alles sieht gut aus, aber glaubt mir, das ist es nicht. Aha, über die Kaufleute. Wenn ihr mit Magie und dergleichen handeln wollt, geht zu Drognan oder Lysander. Drognan ist der weiseste Mann, den ich kenne, wenn es um Magie und alte Legenden geht. Der arme Lysander ist fast taub, aber ein zuverlässiger Trankbrauer. Für die Rückreise nach Westen geht zu Varif. Ihn kennt ihr ja schon. Unsere Farah ist eine geschickte und ehrliche Waffenschmiedin und kann obendrein Wunden heilen. Elzix ist der Schankwirt und könnte auch etwas zum Handeln haben. Gritz, der Söldnerführer, den ich angeheuert habe, um die Tore von Lutgolain zu bewachen, sorgt auch für Ordnung in der Stadt. Und es sind noch andere hier. Ich bin sicher, ihr werdet die meisten kennenlernen. Seht euch einfach um. So, abbrechen. Ach, Leute, so da liegt meine Leiche, Leute. Ach, du Schande, ihr Lieben. Bin ich eigentlich voll? Ich bin voll leer. Ja, ich bin voll leer. Leute, ich muss auf jeden Fall mal schauen. Schaut mal. Ich muss zu dieser komischen Dame gehen. Oh, ich bin in Akt 2, Leute. Irgendwo soll ja die komische Frau sein. Da drin soll die Atma sein. Zu der soll ich ja mal gehen. Seid gegrüßt. Servus, wo bist du, Atma? Da ist sie. Servus. Ich erwarte es nicht von euch, aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. In der Kanalisation unter unserer Stadt lauert eine grässliche Kreatur, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Bah. Die Kreatur hat viele getötet, auch meinen Sohn und meinen Mann. Wenn ihr sie vernichtet, werde ich euch belohnen. Bitte seid vorsichtig. Diese Bestie hat schon genug von uns genommen. Man gelangt durch eine Falltür oben an der Straße in die Kanalisation. Jo, gut. Ich hoffe, dass ich weiß, wo die ist. Leute. So, Questlog. Soda. Findet Radamens Lager in der Kanalisation von Lutgolain. Das ist meine erste Quest in diesem zweiten Akt, ihr lieben Leute von heute. So. Das ist meine Truhe, die ist ja schon wirklich voll. Ich muss da wirklich einmal Sachen verkaufen. Was habe ich eigentlich für eine Stärke? Das ist nämlich der Schuppenpanzer. Schau da mal. Weil der hat ja 73 Verteidigung. Ich kann da nicht anziehen. Ach so. Falsch. Was die? 32 Verteidigung, 73 plus 10 schnellere Erholung nach Treffer. Okay. Nehmen wir das einmal.
Nehmen wir eine neue Rüstung, Leute. Fahrer. Ich weiß viel über die alten Religionen. Vor vielen Jahren wurde ich in Ostkurast zum Paladin der Zakarum ausgebildet. Ah, eine Paladinin. Paladinin. Handeln, reparieren. Kannst du mal Sachen eigentlich reparieren? Alle Ausrüstung reparieren. Passt. Und du kannst dieses Ding da haben. So, gleich einzahlen. Fast 3000 Ocken einzahlen. Das ist Wahnsinn. So, ihr Lieben. Heilmittel kann ich mal quasi da mal reinlegen. Das sind momentan noch die Kleinen. Ich werde alle Kleinen mal schauen, dass ich die loswerde. So, da, ihr Lieben. Irgendwo da soll die Kanalisation sein. Und da gehen wir gleich los mit dieser ersten Aufgabe. Hey, das ist das schon freigeschalten? Loot Golem, ja, das ist eh schon freigeschalten. Da, schau doch mal, da ist was. Falltür zur Kanalisation. Oh mein Gott. Leute! Die Kanalisation Ebene 1. Somit werde ich auf jeden Fall einmal einen Golem beschwören. Schauen, dass ich Skelette beschwöre. Ah, das ist so eine ekelhafte Kanalisation, Leute. Aus dem Grund, weil die ja so riesig ist. So, Skelette beschwöre ich einmal. Bogenschütze der brennenden Pfoten, Leute. So, schauen wir. Schwacher Heiltrank, leichter Heiltrank. Gutes Krummschwert. Nö, das nehme ich mir jetzt einmal nicht auf. Wow. So, ich muss einmal auch meine Sachen hier nehmen. So, da, liebe Leute von heute. Es geht endlich weiter. Also endlich. Wann ist es das letzte Mal gewesen? Als ich das letzte Mal... Oh mein Gott, Champion. Wann ist es das letzte Mal gewesen, dass ich gespielt habe? Eine Woche mindestens. Ist das schon her? Ja, die gehen eigentlich, die flüchten. Feiglinge! Gehärtetes Leder, leichter Heiltrank, Mana-Trank und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, es geht ja eigentlich. Ich nehme mal einen Mana-Trank. So, Skelette habe ich keine mehr. Hä? Ich kann da keine Skelette beschwören, Leute. Nur einen einzigen. Wurscht. Egal jetzt. Ja, ich bin gespannt. Also ich war schon damals, schon länger her, im zweiten Akt, ja, in Loot Golem, aber da kam ich nicht so elendig weit. Also, oh ja, es ging schon einige Zeit. Muss ich ehrlich sagen, es ging schon einige Zeit. Aber ich habe niemals diesen Radament besiegt oder so. Habe ich nie gemacht, also... Sehr gut. Skelette, Schwebörin. Ja, so nebenbei, das müsst ihr schon langsam wissen. Wenn nicht, dann schaut doch einfach auf meinen Kanal. Da sind einige Let's Plays am Start. Also ich habe sogar Diablo 3, das LPT mit lieben Arisorius. Liebe Grüße. Und dann auch noch Diablo 4 LPT mit Arisorius und Diablo 4 normaler auch. Dreierteil halt LPT, ne? So,
schauen wir mal, was wir da Neues haben. 5 bis 15. Oh. Ist aber im Großen und Ganzen ein Einhandschaden. Das ist aber gut, Leute. 5 bis 15 Schaden. Einhandschaden. Es wird aber schnell kaputt. Nö, Leute, es zahlt sich nicht aus. Zahlt sich nicht aus, Leute. Leute, Leute von heute. Sandräuber. Ich bin überladen. Ja, ja, ich weiß, dass du überladen bist. Bogenschützen der brennen. Oh, das sind aber viele Sandräuber. Da ist ja gar kein Sand. So, beschlagenes Leder. Wartet mal, habe ich eine bessere Rüstung eigentlich bekommen? Nicht identifiziert, kann ich gleich mal. Verteidigung 29. Nö, Leute. Geht sicher. Nö. Ich finde, das ist ganz schön gut, finde ich. Dieses Schwert. Ich, Leute, es gibt nichts, was ich mehr hasse als dieses Mäh von den ganzen Fliegen und Viechern. Boah. Leichter Heiltrank. Ja, Mana-Tränke habe ich genug, Leute. Also. Ja, sticke in Mana-Tränke, wirklich. Das ist ein Wahnsinn. Ich könnte mir sogar da wieder einen reingeben. Ja. So. Also, ich finde diese Katakomben sind sehr herausfordernd. Erst nicht am Anfang, das ist okay, das finde ich auch nicht so extrem am Anfang. Aber danach, also, boah, wenn es immer weiter reingeht, das ist schon wirklich grausam, teilweise. Gehen wir mal dahin. So, Gold habe ich da ordentlich. So, dann geht es da unten weiter. Verstehe. Da, genau. Da war ich nämlich schon. Ja, ich renne im Kreis, Leute. Ich renne im Kreis. Genau. Und da geht's dann runter und da. Ja, super. Ich bin überladen. Ja, ich weiß, dass du überladen bist. Ich wollte eigentlich nur das Gold haben, du Vogel. Die müssen verbessern, die Zähne, Leute. Schwere Handschuhe, Heiltrank, lediertes Smaragd. Warte, wie schaut es eigentlich mit meinen Handschuhen aus? Robuste Kettenhandschuhe. Ich glaube nicht, dass die schweren Handschuhe besser sind. So. Dann nütze ich einmal gleich die Chance, um einmal kurz zurückzureisen nach Lutgolain. Verkaufen. Mal schauen, was wir da Neues haben, ne? Der eh nichts eigentlich. Kann ich alles verscherbeln. Was ist mit dir? Deckard Kane, Kollege. Servus, Fahrer. Reparieren wir mal alles. Zack, zack, zack. Sag mal da, Giftschaden, Rüstung. Ich kann ja nicht sockeln, gell?
So, mal da hier. So, einzahlen. Über 71.000 Ocken. Nehmen wir mal ein Stück von meinem Kaffee. Puff, wie sagt man da? Uno momento, por favor. Genau. So, dann gehen wir gleich weiter. Kyoko ist noch am Start. Alle noch gut am Start. Was ist da oben eigentlich? Achso, da war ich schon. Gut. Radament, Leute. Das ist der nächste Bossgegner, oder was? Kristallschwert. Oh. Schauen wir uns das einmal an. 6 bis 15, okay. Haltbarkeit ist aber auch nicht so. 6 bis 15 Schaden aber. Plus 15 erhöhter Schaden hat er aber dabei. Nö. Nö, Leute. Nö. Einfach nö. Da bin ich mit meiner Keule besser unterwegs. Ja, also ich muss, möchte jetzt halt die Zeit momentan jetzt nutzen, um wieder einmal liebe Grüße dazulassen. An gewisse Personen, an meine Mutti. Hab dich lieb, Mutti. Danke, dass du so schön, dass du immer so brav schaust. Finde ich cool. Und da haben wir auf jeden Fall noch wem. Und an lieben Aresorius, besucht seinen Kanal, lasst ihm gern Abo da und Likes und so weiter. Ich würde sich freuen, auf jeden Fall. Jo, ich schaue mir mal den einen Ring da an. Nicht identifiziert, wie viel habe ich noch? Ich habe keine Identifizierung-Ding mehr. Ring des Geistes, plus 6 zur Energie. Lebensregeneration, Energie. Ich würde mal sagen, Lebensregeneration plus 3 habe ich aber drin. Plus 6 zur Energie. Dann nehme ich den da, Leute. Den neuen Ring. Ein Ring, sie zu knechten und auf ewig zu binden. Oh mein Gott. Was gehen wir mal darauf? Schauen wir mal, was da ist. Sind wir da? Oh Gott, Leute, Kanalisation Ebene 2 haben wir da. Aber bevor ich da reingehe, Leute, weil die Folge sieht nachher dann aus. Bevor ich da reingehe, gehe ich nach da runter. Weil da ist nämlich auch was. Irgendwas ist da noch. Hä? Da ist noch so ein Eingang oder was? Was ist denn da, Leute? Ah, Loot Golem. Da ist der andere Eingang, Leute. Ah, der andere Eingang nach, zu Loot, von Loot Golem da rein, Leute. Ja, passt. Super. Und wir gehen jetzt tatsächlich in die Kanalisation. Kanalisation, nicht Katakomben. Ich habe zu Beginn Katakomben gesagt, glaube ich. Oh Gott. Nö, Kanalisation. Leute, da bin ich jetzt drin. Es stinkt da drin. Leute! So, Ebene 2. Kanalisation, Ebene 2, Leute. Und ich werde mir auf jeden Fall wieder das nehmen. Servus. Sandräuber. Also ich muss ehrlich sagen, die Sandräuber gehen zwar, aber wenn die hinhauen einmal, boah, da wächst kein Gras mehr. Ah, Skelette sind schon fast. Zurück, 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 zurück. Muss aufpassen hier. Ja, diese Sandräuber, also die dürfen nicht hinhauen. Das ist grausam. Jagdbogen.
Auf jeden Fall einen Mana-Trank nehmen. Gehen wir da weiter nach unten. So, wie schaut's aus? Aufnahme, ja. So, dann würde ich ja mal sagen, Leute, nein. Ich habe kein Startportal mehr. Ah, dann muss ich wohl oder übel. Ah, Leute. Ich habe kein Startportal mehr. Weil das ist so richtig grausam. Ja, vergessen Startportale einzukaufen, Leute. Na toll. Die Folge ist jetzt nämlich aus, ihr Lieben. Gehen wir rauf nach Glut Golain. Und da werden wir uns jetzt einmal schauen, dass wir uns Startportale kaufen. Keine Ahnung, wer da jetzt die Startportale hat. Müsste normalerweise eh sie haben. Aber das und mehr in der nächsten Folge, ihr Lieben. Sei auch weiter dabei. Hier in Glut Golain in Akt 2, Leute. Es reimt sich so schön. Bis zum nächsten Mal, euer Horsti, Basti, Game Over und ciao.